Die Erwartungen sind riesig. Ich meine, das hat sich die Mannschaft sich selber ein Jahr erarbeitet und selber eingebracht mit den letzten Jahren. Ja, ich sage, es wäre sicher eine Enttäuschung, wenn wir in der Quali nicht durchkämpfen. Die nächsten Gegner sind ja praktisch wären auch klar. Also, ich sage, ein Viertelfinale wäre natürlich wünschenswert. Ja. Oh, jetzt haben wir aber ein Statement neu bekommen. Herzlichen Dank. Nehmen wir mal Platz. Ja, jetzt steht der Abflug unmittelbar bevor. Morgen geht es los. Für das letzte Testspiel dann in Abu Dhabi. Gestern und heute die letzte Meisterschaftsspiel in den diversen Ligen. Sind Sie da ein bisschen auf Nadeln gewesen, die ganze Zeit? Ja, endlich geht es los. Also, wir haben eine lange Periode hinter uns, wo wir nur eben gerade die Spielbeobachtungen. Und jetzt hoffe ich, dass wir heute am Sonntag noch die letzten Spiele noch durchbringen können, dass alle gesund morgen einrücken. Ja. Eben, auf das will ich raus. Sind Sie da ganz relaxed gewesen? Weil ich könnte mir vorstellen, ich an Ihrer Stelle, ich wäre immer so, hoffentlich verletzt sich jetzt nicht noch einer. Ja, wir haben letzten Herbst doch ab und zu mal den Fall gehabt, wo wir die Nomination durchgegeben haben und dann am Wochenende das Spiel anschaust. Dann hat es doch der eine oder andere Spieler dann verletzt. Aber es hat dann eine gute Möglichkeit gegeben für junge Spieler. Und ein bisschen Konkurrenz beleben ist immer wichtig im Sport. Ja, vor einer WM ist schon nochmal eine andere Situation, oder? Also, ja, klar. Ich glaube, die Spieler die wissen schon, was auf sie zukommt. Und ich glaube, am Schluss musst du trotzdem 100% Gas geben. Also nur 5%, wenn du irgendwo den Fuß zurückziehst, dann passiert meistens etwas. Aber so, wie ich jetzt die letzte Nachricht bekomme, ist zum Glück nichts passiert. Ja. Und Sie sind so, wenn ich Sie immer wahrnehme, ganz relaxed. Gibt es irgendetwas, was Sie überhaupt aus der Ruhe bringt? Ja, ich glaube, wenn die Leute mich so ansprechen, dann habe ich das Gefühl, sie sind ein bisschen mehr angespannter als ich. Aber ich denke, wenn ich morgen wirklich einen Flieger einsteige und dort ankomme, dann spüre ich wahrscheinlich eben gerade die Atmosphäre. Man ist vor Ort, man sieht das Stadion, man ist auf dem Trainingsplatz. Und wir haben so viel jetzt im Vorfeld gemacht mit dem Trainerstaff, um die Spiele zu beobachten, um die Nomination durchzugehen. Also ja, ich hoffe, dass morgen, wenn wir ankommen, dass dort ein das Feeling kommt. Ja. Aber jetzt, ich nehme ein Beispiel von gestern Abend schnell raus, weil es eben auch den Granit Xhaka betrifft. Oder irgendwann haben wir erfahren, 16 Minuten ausgewechselt. Das haben Sie vielleicht irgendwann auch mitbekommen, ziemlich sicher. Wie reagieren Sie denn in dem Moment auf das? Also gut, ich habe das Spiel natürlich von Anfang an gesehen und ich habe gesehen, dass nach fast einer Minute sich dort mal Pause genommen hat und den Ball rausgespielt hat. Es war weder ein Duell oder weder ein Zweikampf, ein Sprint. Also ich habe gewusst, muskulär kann es nicht gewesen sein. Also es ist dann nachher wirklich, ich habe ihm gerade geschrieben, er hat dann während des Spiels, was gelaufen ist, hat er mal zurückgeschrieben, nein, Coach, alles gut, Magen-Darm-Verstimmung und bin morgen dabei. Okay, also ein Käfer, wo sich alles wieder sollte irgendwo einrenken. Auf der anderen Seite gibt es wichtige Personalien, Jan Sommer, wo man erwartet hat, dass Wochenende wird es ein Comeback geben über Borussia Mönchengladbach. Ist nicht passiert. Was ist dort der letzte Stand? Da haben Sie sich auch gegessen, so telefoniert. Ja, nein, wir sind mit allen permanent im Austausch. Beim Jan, er kennt seinen Körper, er ist erfahren genug. Ein Band, wo als Goalie, glaube doch noch kannst du gut tapen, ein bisschen gut therapieren. Ja, ich habe gehofft, dass er noch ein Spiel mitnimmt, dass er morgen mit einem guten Gefühl einrückt. Wir haben noch mal zum Glück ein Testspiel am Donnerstag gegen Ghana und hoffen, dass wir dort hinkriegen können. Gibt es sonst noch irgendwelche Personalien, die für uns die Öffentlichkeit auch noch spannend wären, die sie uns auch verraten, wo man gar noch so ein bisschen unsicher ist? Nein, also eigentlich die nominiert sind, sind alle fit und werden morgen einrücken. Und die Sie nominiert haben, das ist ja am Mittwoch dann publik geworden, oder? In Luzern hat Murat Yakin sein Kader für die WM bekannt gegeben. Das sind die 26 Spieler, darunter unter anderem 4 Goalie, ein Haufen Mittelfeldspieler, aber zum Beispiel nur 2 gelernte Außenverteidiger mit Widmer und Rodriguez. Eine Massnahme, die auch unseren Nazi-Experten, den Benny Huckel, schon ein bisschen überrascht hat. Ja, das ist eine Überraschung, weil durch das auch bei den Außenverteidigern mir schon ein paar Backups fehlen. Zum Widmer und zum Rodriguez gibt es keine ausgebildeten, gelehrten Außenverteidiger neben ihnen. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Natürlich hat Murat Yakin kommuniziert, dass der Renato Steffen für ihn der Backup ist, auf der linken und auf der rechten Seite. Trotzdem finde ich das nicht gut, weil man doch wahnsinnig viele zentrale Mittelfeldspieler dabei hat, wo gewisse garantiert nie zum Einsatz werden kommen. Und ich glaube, da hat man von der Position her ein bisschen ausgewogener können nominieren. Sagt Benny Huckel. Sie nicken. Sie haben eine andere Meinung, darum haben sie auch so nominiert. Aber was mich erstaunt ist, es hat gar keine grosse Diskussion gegeben um die nur 2 gelernten Außenverteidiger. Wie haben Sie denn das geschafft? Das Momentum ist wichtig und vor allem auch jetzt die Erfahrung, die wir von der Nations League mitnehmen. Wir haben
ein Spiel ist nie defensiv oder offensiv. Also, es gibt immer eine Umschaltphase. Und das Momentum spricht jetzt auf der linken Seite, dass jetzt Renato Steffen absolutes Vertrauen hat, dass er jetzt im Rhythmus ist, dass er auch defensive Qualitäten mitbringt. Das hat er im Spiel gegen Portugal und auch gegen Spanien gezeigt. Das ist mal, und das ist ein Linksfuß, ein ausgesprochener Linksfuß. Und wir haben dort keinen Ersatz, ein Backup für den Ricky Rodriguez. Mhm. Und das ist auf dem Niveau brauchst du einfach, da hast, wenn du auf der falschen Fußseite spielst, hast du immer eine halbe Sekunde, wo du musst überlegen, okay, ich nehme ihn an, muss noch führen. Also ich denke, da spricht vieles von der Renny. Auf der rechten Seite, absolut eine Überraschung für mich, der Edi Fernandes, der jetzt bei Mainz doch wieder einen Rhythmus gefunden hat. Er ist nicht ein Unbekannter für die Nationalmannschaft, 33 Länderspiel. Ein Offensivspieler, rechts aussen, schnell, hat unglaublich Dynamik, aber jetzt mit der Position, die er bei Mainz als dritte Innenverteidiger und Außenverteidiger gespielt hat, hat er jetzt einfach einen Vorrang gehabt gegenüber einem Kevin Babu oder einem Jordan Lotomba, wo der Eddie einfach das Frische, das Unbekümmerte jetzt mitbringen kann und das Momentum, das für ihn zählt. Ja. Ja, und wenn man ihn zulässt, dann habe ich das Gefühl, ja, das ist für sie wirklich null Risiko, dass keine weitere gelernte Außenverteidiger mit dabei sind. Haben Sie denn den Spieler, die jetzt aber trotzdem die Rolle als Backup einnehmen, auch einfach klar gesagt, schaut, ich nehme euch mit, aber mit dem und dem Hintergedanken, dass ihr eben allenfalls auch außen spielen müsst, was jetzt nicht eure Lieblingsposition ist? Es ist mit allen Spielern klar kommuniziert und auch, welche Rolle das sie spielen. Es ist eine Harmonie, die in dieser Mannschaft funktioniert. Ein Teamspirit, den man seit Jahren kennt. Eine Mannschaft, die gemixt ist zwischen den Fahnen und den bewährten Spielern, die doch auch so ein Turnier kennen. Und dann gibt es halt gespielt mit zwei, drei jungen Spielern, die ein bisschen auch die Erfahrung jetzt Nationalmannschaft plus die Weltmeisterschaft mitnehmen können. Und ich denke jetzt, durch dass auch die vier Goalies dabei sind, mit dem Fall, den wir ja kennen, mit den zwei, drei angeschlagenen und verletzten Spielern, also haben wir einfach dort kein Risiko eingehen. Und ja, wichtig ist mal, morgen anfliegen, starten und dann loslegen. Jeder, der mitgeht, hat seine Rolle. Jeder Spieler, jeder vom Staff. Auch Sie, und dann würde ich Sie wirklich gerne fragen, wie sehen Sie Ihre Rolle? Ich kann mich ja ganz unterschiedlich interpretieren. Als Chef, der von oben alles befiehlt, oder einer, der alle Meinungen irgendwie versucht, so ein bisschen abzuholen und am Schluss allen ein bisschen recht machen? Nein, also die Aufgaben auf dem Platz sind ganz klar. Und ich denke auch, die Mannschaft und vor allem auch der ganze Staff, die sind voll und ganz hinter dieser Mannschaft. Also, aber Sie, was ist Ihre Rolle? Wie sehen Sie sich? Ich denke, ich konnte die Mannschaft oder das Team so begeistern in meiner Art, dass sie offen und transparent kommunizieren. Muss auch ich Vollgas geben, ich muss 100% parat sein. Ich denke, dass meine Fähigkeiten ja, im taktisch-technischen Bereich die Mannschaft können noch mal einen Schritt weiterbringen können. Das hat man auch jetzt gerade in dieser Qualifikation gesehen. Dass wir Italien rausschlagen können und dann auch in der Nations League, dass man gegen Portugal, Spanien, da braucht es schon, dass wir als Spieler noch mal einen Schritt vorwärts machen. Und ich glaube, das ist mir recht gut gelungen. Ja. Absolut. Ist das auch die grösste Stärke, wenn ich Sie so frage, was würden Sie selber ausstreichen, bei Ihnen als Trainer? So wirklich das Taktische, der Vorbereiten, Suchen bei den Schwachstellen der Gegner, gerade gegen grosse Teams? Oder ist es etwas anderes, was Sie sagen, nein, das ist eigentlich die grösste Stärke? Ja, Ihnen einfach das unglaubliche Selbstvertrauen auf den Platz mitgeben, dass sie taktisch besser sind als der Gegner, dass wir auch läuferisch besser sind als der Gegner und einfach ihnen ein super Gefühl mitgeben auf den Platz, dass wir jeden können schlagen können. Meine Weltmeisterschaft kann auch jeder schlagen. Also, ich sage, wir haben die Fähigkeit, dass auch ein Spiel, eine Mannschaft wie Kamerun auch einen super Tag anlegen kann, aber wir sind aber auch dazu bereit, dass wir irgendwie Brasilien könnte, einen guten Tag schlagen können. Ja. Ich möchte gerne noch, wir kommen natürlich nur auf die Gegner, vor allem Kamera, aber ich möchte gerne noch bei Ihnen als Trainer bleiben. Jetzt haben wir so ein bisschen die Stärken versucht, rauszuschaffen. Und ich bin sicher, Sie haben als nicht ganz Perfekte, wie niemand perfekt ist, auch irgendwo noch ein bisschen Luft nach oben. Wo würden Sie das selber sagen? Wo schaffen Sie noch drauf? Wo sagen Sie, ja, da bin ich noch nicht so zufrieden mit mir? Also selber sich selber beurteilen, das ist nicht so einfach. Also ich habe, denke, genug Zeit, um auch in der Nationalmannschaft zusammenzuziehen, alles gut zu vorbereiten. Ich habe einen super Trainerstaff, der sicher vielleicht meine Schwächen gerade kompensiert. Das muss vielleicht meinen Staff fragen, weil das ist. Aber nein, ich glaube, wenn wir jetzt gerade so einen Zusammenzug haben und so eine tolle Mannschaft hat, dann vereinfacht es natürlich auch vieles. Und ich sehe eigentlich nur das Positive und es macht extrem Spass.
mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten. Ich meine, ich bin ja wirklich nur ein Beobachter von außen und trotzdem habe ich irgendwie eine Wahrnehmung und ich habe das Gefühl, sie sind so sehr offen, sympathisch, jovial, treten wunderbar auf, aber sie sind schon ein Alpha-Tier. Täuscht das? Ich denke, es braucht einen guten Mix. Erfahrung, die sicher eine Rolle spielt und dann auch das Gespür hat, das Momentum auf dem Platz, Intuition. Ich denke, ein gewisses Risiko ein bisschen eingehen, weil sonst gewinnst du nicht. Also gewinnst du nicht gerade die auf diesem Level solche Topspiele. Ich denke, es braucht einen Mixfall. Die Frage, ob Sie ein Alpha-Tier sind, wollen Sie nicht gerne beantworten, Merkel? Ja, nein, ich habe ich kann schon konsequent sein. Es ist ja sicher auch ein bisschen mit der Disziplin im richtigen Moment. Mhm. Und wenn das jemand nicht einhaltet, also ich bin ein Teamplayer, und wenn sich jemand nicht als Teamplayer sieht, dann kann ich schon hart sein. Ja. Ich habe es ja vorhin auch gesagt und rausgekommen, Sie sind wirklich auch Meister in der Schwachstelle ausloten, bei den Gegnern, bei Kamerun, dem ersten WM-Gegner. Haben Sie da die Schwachstelle auch schon alle präzise ausgelotet? Ja, man darf Kamerun nicht unterschätzen. Wir haben doch auch in der letzten Kampagne, wo sie Dritte geworden sind in der Afrika Cup, sie haben tolle Einzelspieler. Choupo-Moting, der bei Bayern gerade eine riesen Form hat. Also, ich denke, so war das uns ein extrem schwieriges Spiel. Also, vor allem, wie sie läuferisch und die Dynamik, die sie auf den Platz bringen. Und da müssen wir schon clever sein. Also, dass wir das Startspiel, das natürlich von uns erwartet, dass es gewonnen wird. Aber da erwartet uns ein Grossstück Arbeit. Ja, Geschenke gibt es ganz sicher nicht von Kamerun, gibt es von keinem Gegner an einer WM. Und wir haben natürlich auch versucht herauszufinden, was die Schweiz denn in ihrem WM-Startspiel gegen Kamerun öppe könnte erwarten. An der WM 1990 galten sie noch als die unzähmbaren Löwen. Doch seither hat Kamerun nur noch eines von 15 WM-Spielen gewonnen. Für Kameruns WM-Teilnehmer Jean-Pierre Nsame von eBay ist klar, Kamerun ist in seiner schwierigen Gruppe nur Außenseiter. Seine größte Stärke? Das Kollektiv. Die Spieler wollen zusammenspielen und zusammen vorwärts kommen. Das ist unsere große Stärke. Die bekanntesten Namen in Kameruns WM-Kader sind Torhüter André Onana von Inter Mailand und Stürmer Erik-Maxim Choupo-Moting von Bayern München. Auf der anderen Seite ist Nsame beeindruckt vom Schweizer Kader. Vor allem Embolo spielt in Frankreich eine sehr gute Saison. Aber auch Xhaka. Er gehört mit Arsenal zum besten Mittelfeld in England. Kamerun hatte sich in Algerien erst in Extremis in der 124. Minute für die WM qualifiziert. Zuletzt enttäuschte der fünffache Afrika-Cup-Sieger allerdings mit Testspielniederlagen gegen Usbekistan und Südkorea. Kamerun, der erste Gegner am 24. November. Und Sie haben vorher selber gesagt, ja, alle erwarten, dass die Schweiz das Spiel gewinnt. Zu Recht die Erwartungen? Ja, jetzt die Testspiele täuscht ein bisschen. Das, wahrscheinlich auch nicht gerade die Besten auf dem Platz gestanden sind, das wissen wir. Aber wenn jetzt eine Weltmeisterschaft der Ball rollt und auch für Kamerun, dann werden die natürlich alles geben. Klar, wir sind wahrscheinlich in diesem Spiel Favorit. Wir haben jetzt in der Vergangenheit durch die Nations League nicht mehr die Vergleiche gehabt, gegen die Latinos und gegen die afrikanischen Mannschaften können zu antreten. Aber trotzdem, denke ich, haben wir eine gute Qualität in der Mannschaft, dass wir so eine Mannschaft, also ja, gerade so ein Startspiel gegen Kamerun, müssen ja, besser sein als der Gegner und versuchen zu gewinnen. Die Rolle als Favorit, ist das etwas, was Sie noch gerne nennen, oder sind Sie lieber so ein bisschen der Außenseiter, wo eben ein Favorit kann es beistellen? Das hat jetzt in der Nations League ein bisschen gezeigt, dass man gerade in einem Spiel wie in Spanien, wo doch eine rechte Intensität und Erwartung, ich meine, doch, weil der Gruppe an, willst du bleiben, dann gerade drei Tage später mit der Favoritenrolle gegen Tschechien musst du antreten, wo doch auch letztes Jahr an der EM Viertelfinale erreicht hat. Ein Spiel kannst du gewinnen, das doch nicht so gut gelaufen ist, wie wir uns das erwartet haben. Also von dem her, die Mannschaft ist nochmal einen Schritt weitergekommen. Gerade das heutige Spiel, das auf der Kippe ist, dass wir das heutige Spiel für uns entscheiden können. Und Sie haben ja noch einen Test gegen Ghana, denn der Donnerstag, der jetzt kommt. Was sind so da noch die Antworten, die Sie gerne möchten haben? Welche Fragen sind noch offen? Ja, ich glaube, was noch das Fragezeichen ist, sicher die Temperaturen. Wir haben es gehofft, dass es ein bisschen abkühlt, aber wir wollen ja zur gleichen Spielzeit wie gegen Kamerun am Nachmittag um 1, Ortszeit in der Schweiz 11 Uhr, wenn wir das Spiel austragen. Temperaturen bei 2-3 Grad, das ist etwas, was jetzt gerade
ungewohnt ist, wieder gerade so einen Switch zu machen. Das ist etwas, wo man ein bisschen auch von der Trainingszeit und Trainingsintensität noch ein bisschen anschauen, ob man wirklich am Mittag trainiert oder ob man das Ganze vielleicht auf den Abend verschiebt. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Also das ist tatsächlich wie nur so ein bisschen einfach eine Akklimatisation, die noch bevorsteht und gar nicht mehr irgendwie etwas Spezielles noch testen, eben, taktisch, personell. Ja, also taktisch. Ich glaube, die Mannschaft ist eingespielt. Es geht mehr darum, die Spieler, die jetzt wenig gespielt haben, wie jetzt ein Sheldon Shaqiri, der jetzt fast 5 Wochen keinen Ernstkopf dabei hat, mehr Trainings, dass er wieder auf Temperatur kommt, wieder adaptiert. Ein Haris Seferovic, der zu wenig gespielt hat. Also, ich glaube, Möglichkeit geben, ihnen den Spielrhythmus geben. Und natürlich auch den anderen Spielern ein bisschen in der Taktik etwas noch Finesse reinzubauen. Das ist also das letzte Testspiel, bevor es dann wirklich in Katar selber ernst gilt. Und wir wollen an dieser Stelle einfach mal schauen, was die Schweizer Nationalmannschaft in Katar ungefähr erwartet. Katar liegt an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf und ist flächenmäßig ungefähr doppelt so groß wie der Kanton Bern. Knapp die Hälfte der rund 3 Millionen Einwohner lebt in oder um die Hauptstadt Doha. Die Weltmeisterschaft wird in 8 verschiedenen Stadien ausgetragen. 6 davon wurden neu gebaut. Sie befinden sich alle im Umkreis von 55 Kilometern. Die Schweizer Nazi erreicht die Stadien der Gruppenspiele innerhalb von 30 Minuten. Das Schweizer Auftaktspiel steigt im Al-Janoub-Stadion. Gewisse Stadien können heruntergekühlt werden, sollte es bei den aktuellen Bedingungen von 25 bis 30 Grad Celsius nötig sein. Für die 2 weiteren Gruppenspiele gegen Brasilien und Serbien geht es ins Stadion 974, welches aus Schiffscontainern besteht. Alleine für die Stadien hat Katar geschätzt 3 bis 4 Milliarden Dollar investiert. Sie sind selber ja auch schon in Katar gewesen, wissen ungefähr, wie es dort aussieht, haben auch Trainingsplätze inspiziert, das Mannschaftshotel. Haben Sie da auch Einfluss nehmen können und sagen, nein, da passt man nicht, ich will sie so und so? Oder sind Sie da ein bisschen machtlos? Also ich glaube, alle Wünsche sind dort erfüllt. Also wir freuen uns morgen anzufliegen. Die Vorbereitungszeit ist kurz. Nicht so wie in der Vergangenheit, wo man doch 2-3 Wochen hat noch etwas noch probieren, trainieren und auch Testspiel. Nein, es geht 48 los und alle Gegebenheiten und Vorbereitungen sind gemacht und da freuen wir uns drauf. Ja. Wie ticken Sie als Typ auch da wieder in diesen Bereichen? Sind Sie jemand, der gerne jedes Detail schon kennt im Voraus, schon mal gesehen, weiss, was auf einem zukommt? Oder sind Sie auch da so relaxed und sagen, ja, ich nehme halt einfach das, was passiert? Nein, ich meine, auf dem Niveau, die Trainingsplätze sind hervorragend. Wir langen einen Ball und Hürtel fertig. Haben Freude am Shooten und das ist sicher etwas, was die Spieler auch schätzen. Ja. Sie sind ja aber auch trotz allem irgendwie wie so eine Art Reiseführer, sage ich jetzt, oder? Und Sie haben eine relativ grosse Reisegruppe mit dabei, 26 Spieler im Kader, dazu der ganze Staff und wenn alles mitkommt. Und es könnte, was wir hoffen, eine lange Zeit werden in Katar. Wie schaffen Sie da irgendwie die Laune bei allen gut zu behalten über die lange Zeit? Also gegenüber anderen Nationen sind wir noch relativ klein. Was den Staff betrifft, klar, müssen wir nicht etwas Künstliches aufbauen, wenn es Langeweile ist zwischen Training und also das wird ja permanent auch irgendwo Fußball im TV laufen. Die Wege sind kurz und ja, ich denke am Schluss, die Spieler freuen sich, wenn sie sich einfach kannst trainieren, dass sie gutes Klima herrscht innerhalb der Mannschaft und nein, das ist ja einfach 20. November soll einfach der Ball rollen und dann freuen wir uns wirklich, dass wir am TV ab und zu ein Highlight-Konzert zu das hoffen wir natürlich auch und trotzdem, das wissen Sie ja ziemlich sicher auch, bei den 26, die mit dürfen kommen, gibt es solche, die viel spielen. Ich glaube, die werden kein Problem haben, stimmungsmässig, ja. Und andere, die vielleicht nicht so viel oder gar nie spielen. Machen Sie sich da Gedanken, wie Sie mit denen umgehen, dass eben nicht denen irgendeinen aushängt? Von der Erfahrung hat es gezeigt, dass nicht gerade alle kannst du irgendwo einsetzen. Das, sind alle bereit und fit, dass sie auch einsatzbereit werden. Wir werden mal anfangen. Kamerun ist unser erstes Ziel und nachher haben wir genug Zeit, um das nächste Spiel vorzubereiten. Aber ich glaube, es ist mit allen Spielern und auch mit den Goalies abgesprochen, welche Rolle das sie haben. Was Sie auch gesagt haben, und das finde ich sehr spannend, ich möchte mal dafür sorgen, dass wir eine Endrunde haben, ohne irgendwelche Nebengeräusche. Die eigentlich nichts mit Fußball zu tun haben. Weder blondierte Horn oder Doppeladler oder sonst irgendetwas. Haben Sie da Massnahmen getroffen, dass es eben eine ruhigere Geschichte gibt?
Ja, ich habe es ja selber mal einmal erlebt und ja ein Turnier 2004 in Portugal. Wir müssen ja nicht noch alles wieder aufrollen. Nein. Auch die letzten Jahre in den Endturnieren immer wieder irgendetwas passiert, was mit Fußball nichts zu tun hat. Und nein, in der Nations League hat es auch ein bisschen das Geläuf im Hotel gegeben, wo wir dann auch die Resultate nicht gestimmt haben. Also ich habe schon die lange Leine lassen, wenn die Resultate stimmen. Ich denke, die Jungs haben das gut aufgenommen, dass eine gewisse Disziplin muss herrschen muss. Gerade am Matchtag, vielleicht auch am Matchtag minus eins, wo wir uns voll fokussiert auf das Spiel. Und dementsprechend sind auch die Resultate wieder besser geworden. Und ja. Aber das heisst, wenn Sie schon das Spiel kreieren mit der langen Leine, heisst das jetzt, die Spieler reisen auf Katar eh einmal an der kurzen Leine, dann stimmen die Resultate, dann kann man die Leine ein bisschen länger lassen wieder. Was viel einfacher ist, als die lange Leine nachher wieder zurückzuholen. Nein, ich meine, am Schluss muss ja auch authentisch sein. Du kannst nicht etwas fordern, was du selber nicht erlebt hast und wie es auch nicht einfach vorgeht, dass du es nicht kennst. Also, die Jungs sind Profi genug und die wissen, dass... Aber Entschuldigung, die Profis, die haben sich ja zum Beispiel eben auch die Haare gefärbt. Das ist mal passiert. Ich denke, ich darf zweimal nicht den gleichen Fehler machen. Und, das, auch so Zeug muss gut durchdacht sein, es muss gut koordiniert sein. Gerade in einer Pandemiezeit, wo das halt natürlich tabu war. Also, man kann Fehler machen, aber man soll den Fehler nicht zweimal machen. Das ist schon schwierig. Ihre Rolle stelle ich mir unfassbar schwierig vor. Sie wollen Nebengeräusche irgendwie eliminieren, was ich total nachvollziehen kann, aber eigentlich sind Sie auch ein bisschen machtlos. Es liegt in meiner Verantwortung. Genau, gerade solche Gegebenheiten, die Störfaktoren geben können, weil wir doch auch eine kleine Nation sind. Es muss alles zusammenpassen, wenn wir Erfolg haben. Es ist nicht einfach nur die technisch-taktischen Elemente, also vielleicht auch noch auf Glück angewiesen. Genauso Nebengeräusche, dass man einfach mal auch eine ganze Nation und auch die Medien mal hinter uns bringt, dass wir solidarisch auftreten und dass wir uns wirklich nur absolut mal fokussiert sein auf den Fußball. Und dann heisst es aber nicht, dass du so, dementsprechend kannst erfolgreicher sein. Ich meine, letztes Jahr an der EM hat man gesehen, man hätte es ein bisschen provozieren müssen, um nochmal einen Zacken mehr zu legen. Das muss nicht so weit kommen. Also wir wollen uns wirklich absolut mit den Nebengeräuschen, die jetzt auch wieder um Katar herum geredet wird, dass wir uns einfach wirklich mal nur auf Fußball konzentrieren. Ja. Und ich meine, Sie haben es ja auch geschafft. Das ist auch ein Teil für Ihren Verdienst, wirklich die Nationalmannschaft wieder ein bisschen näher zu den Leuten, zum Volk anzubringen. Und ich habe es vorher gesagt, ich nehme es als extrem ruhig und gelassen und auch sehr selbstbewusst wahr. Und darum nimmt es mich jetzt wahnsinnig Wunder. Was sind Ihre persönlichen Ambitionen an dieser WM in Katar? Also wir haben eine Mannschaft, die unglaublichen Spirit hat. Sie haben Qualitäten, das hat man auch gesehen mit den Transfers, die sie jetzt im Sommer wieder gemacht haben. Also wir haben Erwartungen und auch die Spieler haben dann sicher Erwartungen. Es ist sicher eine der besten Nationalmannschaften, die man kann antreffen oder, und auch sehen. Wir werden Gas geben, wir werden alles probieren. Dass wir, was die Vergangenheit war, das ist im Sport, müssen wir vergessen. Wir müssen neue Ziele ansetzen. Und das, was wir in diesem Jahr uns erarbeitet haben, eben Schritt für Schritt, dass wir grosse Nationen schlagen können, wie eben gegen Spanien, Portugal, dann kann man sicher etwas Grossartiges erwarten von meiner Mannschaft. Aber du willst sicher etwas hören. Ja, natürlich, genau. Das kann ich alles das, nachvollziehen. Ich bin total bei Ihnen. Aber trotzdem, nein, was glaub, sind Ihre Ambitionen? Ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir... Dass wir weit kommen, dass wir Gruppenphase bestehen. Nachher, es soll nicht alles nur am Glück hängen. Das, was es braucht, ist völlig klar. Aber... Ja, aber ich bin nicht der, der jetzt einfach alles auf Glück... Also, wir haben Vorbereitungen, wissen ganz klar ihre Aufgaben, dass wir auch eben, gegen grosse Mannschaften können, besiegen können, aber nicht einfach nur auf Glück angewiesen sind. Es kitzelt mich wahnsinnig, nochmals zu fragen. Vielleicht merken Sie es. Wenn Sie zurückfliegen im Flieger und so die WM-Revue passieren lassen, was muss denn passiert sein, dass Sie mit einem grossen Grinsen in dem Flieger sitzen? Also, schon mal, dass wir uns qualifiziert haben, ist schon mal ein Highlight. Und, absolut. Wir müssen ja uns nicht mehr verstecken von grossen Nationen. Und das ist immer so, wir waren schon mal dabei gewesen und wir hätten eine tolle WM oder EM spielen. Die Erwartungen sind riesig. Ich meine, das hat sich die Mannschaft sich selber ein Jahr erarbeitet und selber eingebracht mit den letzten Jahren. Ja, ich sage, es wäre sicher eine Enttäuschung, wenn wir in der Quali nicht durchkämen.
Die nächsten Gegner sind ja praktisch wären auch klar. Also, ich sage, ein Viertelfinale wäre natürlich wünschenswert. Ja. Oh, jetzt haben wir aber ein Statement neu bekommen. Und wir drücken alle den Daumen, dass das und vielleicht sogar noch mehr möglich ist. Auf jeden Fall schön, dass Sie sich die Zeit noch genommen haben, unmittelbar vor dem Abflug hier bei uns noch vorbeizuschauen. Merci für den Besuch. Danke. Alles Gute für die WM. Hopp Schweiz. Dankeschön, Murat Yakin. Merci. Danke.